Wir mischen Toluol, Wasser und Essigsäure. Zunächst bestimmen wir die prozentuale Zusammensetzung der Mischung. Bei 20 Kilogramm Gesamtmasse haben wir 35% Wasser, 10% Essigsäure und 55% Toluol. Hier haben wir das Dreiecksdiagramm der drei Komponenten. Wir erkennen eine Binode. Oberhalb der Binode ist das System homogen, unterhalb der Binode ist das System heterogen und wir haben entsprechend hier Konoden einzuzeichnen. Wo liegt unsere Mischung? Nun, wir haben 10% Essigsäure, das bedeutet, wir suchen auf der Skala der Essigsäure die 10%. Die Skalierung ist hier waagerecht, das heißt, wir können leicht die 10%-Linie hier in schwarz einzeichnen. Die 35% B müssen wir auf der entsprechenden Skala für Wasser suchen. Diese Skala ist um 60 Grad geneigt. Entsprechend erhalten wir die rote Linie. Wenn wir auch nur die 55% Toluol einzeichnen, müssen wir wiederum bedenken, dass die Skala hier um 60 Grad in die andere Richtung geneigt ist. Wir erhalten die 55% Linie hier als grüne Gerade. Alle drei Geraden schneiden sich in einem Punkt. Dieser Punkt entspricht der Mischung, die wir hergestellt haben. Dieser Punkt liegt im heterogenen Bereich. Das bedeutet, er zerfällt entlang der Konode in zwei Phasen. Diesen Zerfall wollen wir uns genauer ansehen. Die Mischung entspricht einem Punkt im Diagramm an dieser Stelle. Der Punkt liegt im heterogenen Bereich, ist also homogen nicht stabil, sondern zerfällt entlang der Konode in zwei Phasen. Einmal in eine Phase, die diesem Eckpunkt Q' entspricht. Das sind 20% Wasser und 80% Essigsäure. Und eine Phase, die diesem Punkt P' entspricht. Das ist im Grunde reines Toluol. Wenn wir das Mengenverhältnis von Toluol und wässriger Phase ermitteln wollen, brauchen wir das Hebelgesetz. Dazu messen wir den Abstand des Punktes von P' und Q', erhalten etwa die Werte 7 für die Strecke B und 6 für die Strecke A. Ähnlich wie in der Physik Kraft mal Kraftarm gleich Last mal Lastarm ist, ist hier A mal die Masse der organischen Phase gleich B mal die Masse der wässrigen Phase. Noch haben wir zwei Unbekannte, nämlich die Massen. Wir wissen aber, dass die Summe der Massen gleich 20 Kilogramm entsprechen muss. Entsprechend können wir auflösen. Wir haben dann etwa 10,8 Kilogramm organische Phase und 9,2 Kilogramm wässrige.